So, da gehen wir noch in ein neues Video rein von Hit oder Shit, wie Shooter unser Gehirn verbessern. Schau mal rein, let's go! Die klassische Reaktion von Eltern, die ihr Kind daheim beim Shooter-Zocken erwischen. Ach, kannst du nicht irgendwas Intelligenteres mit deiner Zeit machen, als auf andere Leute zu schießen? Kennt ihr das? Kannst du bitte Pause machen, wenn du gerade am Spielen bist? Essen ist fertig. Jedenfalls waren meine Eltern damals so. Wenn man in derselben Situation das Zocken mit einem Buch austauscht, wäre die Reaktion aber sicher sehr positiv. Für euch klingt das jetzt sicher auch selbstverständlich, oder? Was die meisten aber bei diesem Gedankengang nicht verstehen, ist, dass vor allem Shooter unglaubliche Benefits für unser Gehirn bringen. Ja, da stimme ich echt zu. Shooter sowie auch Realtime-Strategiespiele, die fördern das, um ehrlich zu sein, weil du durch erstmal Taktik und ähnliches hast, sowie auch Konzentration besser ist und bla 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 bla. Was einen verblödet, sind leider nur die, meiner Meinung nach, so TikTok, beziehungsweise zu vieler TikTok- und YouTube-Shorts-Konsum, sowie auch Instagram-Reels. Also alles, was auf schnell und Swipe-Content ist, wie gesagt, wie TikTok und sowas ähnliches. Wo du einfach nur 10-mal weiter swipest, das 10 Sekunden anschaust, deine Aufmerksamkeitsspanne einfach wegstirbt und du einfach das machst, einfach permanenter Content halt, ne? Darunter leiden auch natürlich YouTube-Videos sowie Streams, also in dem Sinne, unterstützt mal ein paar Creator auf YouTube und auf Twitch. In dem Sinne, schaut mal in meine Beschreibung rein, checkt mal meine Kanäle auf Twitch und YouTube ab. Danke! Wir sagen euch, wieso sich Eltern eigentlich freuen sollten, wenn sie ihr Kind beim Call of Duty zocken erwischen. Okay, zuallererst, natürlich soll kein 8-Jähriger Call of Duty spielen, irgendwie, klar. Und dann auch noch wichtig, übermäßiges Zocken ist auch nicht gemeint, wenn wir hier von den klar positiven Effekten reden. Ja, vor allen Dingen zu vieles Zocken. Okay, klar, ist nicht gut für die Augen auf Dauer, weil du immer auf dem Bildschirm sitzt. Vor allen Dingen musst du Licht anmachen. Ganz wichtig an alle Gamer draußen. Im Dunkeln sitzen eure Augen und auch Stühle. Also entweder holt ihr euch am besten ergonomische Stühle oder vielleicht so einen hochbaren Tisch, dass ihr mal so zwischendurch mal wechselt. Also es ist nicht gelogen, dass man so alle 60 bis 120 Minuten, also jede Stunde, alle 2 Stunden mal kurz Pause machen soll. Es reicht schon, auf den Balkon gehen, nur kurz rausgehen oder ähnliches. Oder kurz einfach, keine Ahnung, einfach weg vom Bildschirm. Das hilft wirklich. Hier geht es um Konsum von Games in einem gesunden Ausmaß, aber dann bleibt wirklich nur Positives. Die Medien bringen auch wöchentliche Artikel, warum Zocken gut oder schlecht für euch ist. Außer, ich glaube, RTL war das damals. Killerspiele, Doku. Das war ein gutes Stichwort damals. Deswegen räumen wir erstmal mit ein paar Gerüchten auf. Wir fangen an mit, zu viel vor dem Bildschirm sitzen ist schlecht für die Augen. Manche Eltern gehen vielleicht sogar so weit zu sagen, dass die Augen davon rechteckig werden. Aber darauf müssen wir wohl nicht wirklich näher eingehen. Naja, das ist halt ein Gerücht, ne, mit den richtigen Augen. Du darfst halt nicht so viel Minecraft spielen, Mann. Verschlechterung des Sehvermögens betrifft, steht die Faktenlage aber fest. Jo. Diese Studie stellt nämlich das exakte Gegenteil fest. Action-Videogames verbessern unser Sehvermögen. Wichtig ist hier aber das Wort Action, weil in der Studie nämlich die einen Call of Duty und die anderen Sims gespielt haben und nur die Shooter-Spieler auch eine tatsächliche Verbesserung hervorbringen konnten. Der Grund, warum das passiert, ist, weil wir durch solche Spiele lernen, Details zu erkennen, während rundherum alles Mögliche passiert. Wir können uns Sachen bewusst hervorheben. Wir schaffen unseren eigenen Kontrast und heben hervor, was wir brauchen. Und das zeigt sich dann auch in den Sehtests. Da haben die Action-Gamer nämlich nach 9 Wochen Training eine Verbesserung von 43% in den Sehtests gehabt. Alles bei normalen, eigentlich normalen Konsum. Wenn ihr jetzt da jetzt sagt, everyday weekend, everyday Saturday, was auch immer, ihr sitzt da jetzt 12 Stunden am Stück und spielt PUBG, Counter-Strike, Call of Duty oder was auch immer, was für Action-Games, ne? Also dann ist nicht fördernd, Leute. Wirklich. Wenn euch also nochmal wer sagt, Zocken ist schlecht für die Augen, weil man so lange vorm Bildschirm hockt, Wissenschaft sagt ganz klar nein. Tatsächlich habt ihr sogar einen deutlichen Vorteil beim Autofahren im dichten Nebel als Gamer, weil ihr einfach besser in der Situation mit wenig Kontrast seht. Und dann sagt man ja gerne, dass durch Zocken die Aufmerksamkeit leidet, weil wir ja komplett reizüberflutet werden und uns dann einfach nicht mehr konzentrieren können. Das nur bei TikTok. Auch hier gibt's eine Studie, die, wie ihr euch denken könnt, das exakte Gegenteil festgestellt hat. Dort ging's beim Feststellen der Aufmerksamkeit sehr viel um Reaktionszeiten. Reaktionszeit steht...
Und diese Website, die da gezeigt wird, da habe ich auch etliche Clips zugesehen mit normale Leute, dann Gamer, die halt Osu und Shooter spielen und Formel 1 Fahrer, also richtige Formel 1 Fahrer. In direkter Verbindung damit, wie konzentriert man an der Aufgabe hängt und auch wie gesund bzw. schnell das Gehirn arbeitet. Und da hatten die Gamer ganz klar die Nase vorne in der Studie. Das hört auch hier nicht auf, sondern es gab auch schon andere Studien, die zum Beispiel festgestellt haben, dass Gaming die Lesegeschwindigkeit von Legasthenikern erhöht. Oder noch eine andere, dass Chirurgen mit Gaming-Background einfach besser und schneller sind bei laparoskopisch. Die haben alle dieses, wie heißt das? Surgeon Simulator, dieses Arzt erstes Spiel gespielt. Safe Call. Deswegen sind hier alle besser geworden. OP-Eingriffen. Alles Beweise, die in eine Richtung deuten. Gaming verschlechtert nicht die Aufmerksamkeit, sondern bildet sie aus bis zu dem Punkt, wo sich Gamer extrem abheben im Alltag, wenn es um Konzentration geht. Wir sehen langsam, Zocken ist ein... Boah, dieses Bild sagt einfach nur, wie uns die Gesellschaft sieht. Einfach jetzt dieses Klischee, fettiges Essen, jetzt in dem Fall ein Burger vorne, Chips, Pizza noch liegen, Popcorn. Schreibtisch aus Gründen auch immer doch. Okay, ich wollte gerade sagen, doch nicht aufgeräumt, da liegt Popcorn auf dem Tisch und ein bisschen... adipöser Kerl mit Brille, ohne jetzt nahe zu treten zu müssen. Der Hintergrund hat was. Mit den ganzen Tastaturen und CPU-Lüfter und alles. Crazy. Ach ja, und vergiss nicht die LEDs. LEDs, RGBs, überall. Wenig ungerechtfertigt verpönt, wenn es um Gesundheit geht. Zumindest, wenn wir bei geistiger Gesundheit und Ausbildung des Gehirns bleiben. Wer es aber immer noch nicht glaubt, man hat auch schon mit Neuroimaging die Gehirne von Gamern und Non-Gamern verglichen. Es gab viele Unterschiede, aber der größte Unterschied liegt tatsächlich in den Bereichen, die für die Aufmerksamkeit zuständig sind. Das sind drei spezielle Regionen im Gehirn. Nummer 1 ist der Parietallappen. Dieser Lappen ist zuständig für einiges, aber für uns relevant davon die räumliche bzw. visuelle Orientierung. Nummer 2 ist der Frontal- oder Stirnlappen. Dort geht es vor allem um Aufmerksamkeitsfähigkeit. Und dann noch Nummer 3, der anteriore zinguläre Cortex. Dort werden Entscheidungen getroffen bzw. wird reguliert, wie viel unserer Aufmerksamkeit überhaupt wohin fällt. Im Neuroimaging waren jetzt genau diese drei relevanten Bereiche bei Gamern ein weitaus effizienteres Netzwerk. Wo bringt mir das jetzt was im echten Leben? Überall. Aber kein Beispiel wäre irgendwie auch doof. Beim Autofahren nehmen viele von euch gerne mal das Handy in die Hand. Ja, ich kenne einige Personen. Denkt dran, don't drive and use your phone. Also wirklich nicht. Das ist auch nicht legal, meine Freunde. Also denkt dran, Handy nicht benutzen, nutzt Freisprechanlagen. Allgemein ziemlich dumme Angewohnheit, bitte lass das sein. Aber wenn man hier Gamer und Nicht-Gamer vergleichen würde, dann wären Gamer weniger gefährdet, hier einen Unfall zu bauen. Warum? Weil Gamer die kognitive Fähigkeit besitzen, schneller von einer Aufgabe zur nächsten zu wechseln. Das bedeutet auch, dass schnelle Wechseln von Autofahren zu WhatsApp-Nachrichten lesen und wieder zurück zum Autofahren funktioniert bei Gamern schneller. Schneller heißt in dem Fall aber trotzdem nicht unbedingt, dass ihr kein Risiko habt, also besser Handy liegen lassen im Auto. Genau. Wichtig bei allen bisherigen Infos ist es, dass es tatsächlich um First-Person-Shooter geht. Call of Duty, Counter-Strike, Apex und. Es wird nämlich jetzt sicher Eltern geben, die Videospiele und Gehirntraining hören und sofort an Dr. Kawashimas Gehirnjogging. Ich wollte gerade sagen, dieses Dr. Kawashima-Dinger-Ding. Das heißt, du spielst, damit du bessere, keine Ahnung, Reflexe hast und besseres Gehirnzeug. Es ist so, als würdest du ein Kind zwingen, ein Buch zu lesen, worauf es gar keinen Bock hat. Also, hilft nicht. Oder Lumosity-Denken. Das sind dezidierte Gehirntrainingsspiele. Aber auch dazu gibt es einen lustigen Fakt. Die Wirkung dieser Games ist tatsächlich nicht nur nicht nachgewiesen, sondern es wurde sogar bewiesen, dass sie absolut gar keine Wirkung haben. Oh, guck mal, sogar gar keine Wirkung. Weil wahrscheinlich, ja, wie gesagt, es gezwungen ist vielleicht. Oder halt, du bist nicht in der Situation drin, dass du das jetzt machen musst, sondern du hast entspannt Zeit, darüber nachzudenken und ähnliches. Wisst ihr, was ich meine? Bei Shootern zum Beispiel, ne? Wenn jetzt ein Gegner von rechts kommt, dann musst du schnell reagieren. Und wenn du es nicht mehr, bist du halt tot im Spiel oder so. Oder umgeklatscht, was auch immer, ne? Und da sitzt du 5 + 5 = 11. Außer vielleicht Zeitvertreib, was ja nicht falsch ist, aber sie haben sich eigentlich als etwas anderes vermarktet. Vor allem Lumosity war eigentlich ein Videospiel, das Eltern bestimmt eher ihrem 12-jährigen Kind hingestellt hätten, als einen Shooter. Obwohl das eine nachgewiesenermaßen nichts macht, außer Zeit fressen, und das andere das Hirn tatsächlich trainiert.
Das mit Lumosity ist sogar so weit gegangen, Studien zu finanzieren, um deren Effekt zu beweisen, nur damit in den Studien jedes Mal rauskam, dass es absolut keinen Effekt hat. Und trotzdem würden ahnungslose Eltern mit 100%iger Sicherheit behaupten, dass das mehr Benefit hat als Call of Duty. Was sie nicht wissen, ist, dass Lumosity sogar 2 Millionen als Settlement zahlen musste, weil sie ihr Spiel falsch beworben haben und dann rauskam, dass es keinen Effekt hat. Aua. Wir wissen also aus bisheriger Erfahrung ganz klar, dass ein First-Person-Shooter mehr Benefit hat als Gehirntrainingssoftware. Und deswegen hat auch eine Studie dann direkt verglichen. Lumosity gegen Portal 2. Was soll ich sagen? Dass sie Portal 2 genommen haben? Ich weiß nicht, wie das ausgehen wird. Aber ich würde actually sogar sagen, dass Portal 2 trotzdem da gewinnt. Aufgrund der Rätsel und Reaktionen, die du im Endgame hast. Aufgrund der ganzen Teleportationen und schlag mich tot in dem Moment richtig schießen Dinge hast. Ein FPS und auch noch Rätselspiel. War mit dem Wissen aus diesem Video zwar klar, was da rauskommt, aber sehen wir es uns trotzdem sicherheitshalber an. Untersucht wurden 3 Aspekte, die uns im Leben am meisten bringen. Nummer 1 ist etwas, was viele Wissenschaftler sogar meinen, vielmehr auch schon in der Schule fokussiert werden sollte. Problemlösung. Nummer 2 ist räumliches Denken, also wie du zum Beispiel eine Form im Kopf rotieren kannst. Und Nummer 3 ist Durchhaltevermögen, wobei das darauf bezogen ist, wie lange du weiter versuchst, eine Lösung zu finden, obwohl du bisher noch nichts gefunden hast. Die Studienteilnehmer wurden komplett random in 2 Gruppen aufgeteilt und mussten erstmal für jede Kategorie einen Test durchführen. Dann hat eine Gruppe 8-10 Stunden Lumosity gespielt über mehrere Sekunden. Und haben sich wahrscheinlich totgelangweilt. Tut mir leid, ich das sage. Also wenn ich jetzt da mitgemacht hätte und ich hätte da ein ziemlich gleich aufbauendes Spiel gespielt, was einfach nur links und rechts Schienen legen ist, nach 2 Stunden wäre das Spiel für mich dead. Währenddessen so Portal 2, was eine Kampagne, Story, Storytelling hat, verschiedene Rätsel, es kommen immer neue Features. Sessions verteilt und die andere Gruppe Portal 2. Dann wurde wieder getestet. Beim Thema Problemlösung hat die Portal-Gruppe nach dem Spielen besser abgeschnitten als die Lumosity-Gruppe. Beim Thema räumliches Denken hat die Portal-Gruppe auch besser abgeschnitten. Und beim Thema Durchhaltevermögen hat die Lumosity-Gruppe schlechter abgeschnitten als die Portal-Gruppe. Also in allen Kategorien hat Portal das Gehirn besser vorbereitet. Heißt das jetzt, Videogames machen euch wirklich schlauer, besser, schneller, komplett OP? Die Antwort ist, ein bisschen. Sie machen uns in manchen Bereichen tatsächlich ein bisschen besser, aber vor allem die letzte Studie mit Portal klingt zwar ultra geil, die Messwerte von vorher zu nachher waren aber nur sehr geringfügig besser als davor. Aber was sind auch 10 Stunden Zocken? Mit unseren insgesamt geschätzt 10.000 bis 20.000 Stunden muss das doch irgendwas gemacht haben, oder? 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 Okay, bye. Ja, was sagt ihr? Findet ihr solche Spiele auch cool? Solche Rätselspiele, so wie dieses Dr. Kawasashi und dieses Zügespiel, was da war? Oder sagt ihr doch, Gamer, die Shooterspiele spielen, sind deutlich besser drauf und cool und hip und alles drin? Und wenn ja, was ist euer Lieblingsshooter? Oder Ego-Perspektiven-Spiel, Beispiel Portal, Minecraft, Call of Duty, Counter-Strike, Valorant? Schreibt gerne in die Kommentare. Unten in der Beschreibung ist auch alles verlinkt. Und schaut auf meinen Discord gerne vorbei und postet dort eure React-Ideen auf die nächsten Reactions rein. Das war's mit dem Video. Danke für eure Aufmerksamkeit und wir sehen bei uns demnächst wieder. Wenn es heißt, keine Ahnung, Reaktionsvideo. Lasst ein Like da, Abo da. Tschüssi!